Ich habe euch auf Instagram gefragt, was für ein Tierlist-Video ihr sehen wollt. Entweder Instrument-Plugins oder Effekt-Plugins. Und das hier ist das Ergebnis. Das Lustige ist, als diese Abstimmung so ungefähr eine Stunde alt war, da lag Instrumente weit vor Effekten. Und das ist auch eigentlich das, was ich gedacht habe, dass ihr an Instrumenten viel mehr interessiert seid als an Effekten. Aber anscheinend ist es nicht so. Deswegen heute die Tierlist für Effekte. Direkt im Anschluss machen wir noch eine zweite Tierlist mit den Mix- und Master-Plugins. Die passen nicht so ganz in die Effekte mit rein. Ich wollte das ein bisschen trennen. Deswegen fangen wir direkt an. Disclaimer: Die folgenden Ansichten sind meine persönlichen Ansichten. Ich wiederhole, meine persönlichen Ansichten. Wer sich davon angegriffen fühlt, fuck off! Und damit let's go. Wir fangen direkt an. Ich mache das in keiner bestimmten Reihenfolge. Das ist irgendwie angeordnet. Ach ja, und schreibt mal ganz schnell unten einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen wollt. Entweder mache ich das Ganze nochmal mit den Instrument-Plugins oder das nächste Video wird sein Studio-Equipment, also richtige Hardware, was ich benutze, was ich empfehlen kann, womit ich gute und schlechte Erfahrungen gemacht habe. Schreibt es unten rein und wir fangen an mit dem ersten. Ich nehme hier, ja gut, nehmen wir hier wirklich mal das erste. Wir fangen einfach an mit OTT-Kompressor. Tja, das ist für mich, ich würde sagen, zwischen B und A. Ich mache mal einfach B. Ich finde, das Gute ist, dass es so simpel ist. Du ziehst es drauf und der Kompressor ist meistens schon richtig eingestellt. Du drehst einen Knob runter und alles ist ready. Du sparst Zeit damit. Er ist auch sehr effektiv, aber ersetzt natürlich keinen vollwertigen Kompressor. Du kannst nicht so viel damit einstellen. Aber der Sound von OTT Legend, geiles Plugin. Ich lasse es aber trotzdem mal bei B. Ja, wir machen weiter mit hier, Wolf Compressor. Sehr geiles Plugin. Ich würde sagen A. Ich überlege gerade, ob ich euch zu jedem Plugin noch eine kurze Erklärung gebe, weil ich bin gerade davon ausgegangen, jeder kennt die ganzen Plugins, die ich persönlich benutze, aber das ist ja wahrscheinlich nicht so. Ja, ich glaube, wir machen das so, dass ich zu jedem Plugin nochmal einen kurzen Erklärungssatz sage. Also der Wolf Compressor ist mehrere Sachen in einem, ist ein Kompressor, wie auch im Namen steckt. Ihr habt diesen geilen Lo-Fi-Sound, dieses Schallplatten-Wobble-typische und noch mehrere Sachen. Finde ich sehr gut, funktioniert sehr schnell. Kannst du eigentlich auf jedem Loop oder auf jedem Sample benutzen, deswegen A-Tier ist gut. Weiter geht's mit, nehmen wir Pancake. Pancake 2 ist für mich auch tatsächlich A-Tier. Es ist gar nichts Besonderes, einfach nur ein Panning-Plugin, dass du halt von den Boxen links und rechts pennen kannst. Kannst sehr spezifisch einstellen, wie die Kurve verlaufen soll. Eigentlich nichts Großartiges, aber so simpel und so schnell. Ich benutze es eigentlich in jedem Track. Es gibt kaum einen Track, wo ich es nicht nehme. Das ist das, was wir wollen, Leute. Simple Dinge, die sofort Drag and Drop funktionieren. Deswegen Pancake must have für mich. Ist auch, ach ja, ist free. Alter, das Gott-Tier. Nee, es ist A-Tier. Ist free. Ladet euch auf jeden Fall runter. Must have. Okay, das hat mich gerade angelacht hier. Murder Melodies. Dieses Plugin ist für mich persönlich D. Boah. C oder D. Schwierig. Wir wollen mal nicht ganz so hart sein. Ich sag mal unteres C-Tier. Ich weiß noch, ich war so ein Marketingopfer. Das wurde mir als Instagram-Werbung angezeigt damals. Murder Beats, sein neues Plugin. Ich habe gedacht, wow, geil, sieht auch noch eigentlich ganz cool aus. Ist cool gemacht. Ich habe es direkt gekauft. Das Ganze ist so ein typisches Effekt-Plugin. Also du hast Reverb, Crystallized Sound, Low-Pass, High-Pass. Du kannst pitchen. Also eigentlich so die typischen Standardeffekte, die man aus mehreren Plugins kennt in einem. Aber ich weiß nicht, es ist so ein persönliches Ding. Dieser Algorithmus oder die Qualität der Soundveränderung hat mich irgendwie nicht gecatcht. Ich glaube, ich habe ein- oder zweimal tatsächlich das Plugin bisher benutzt, obwohl ich es sehr oft probiert habe, gut zu finden. Aber irgendwie, weiß nicht, hat mich nicht gecatcht. Keine Ahnung. Machen wir weiter mit Guitaric. Guitaric auf jeden Fall, ja doch, ist das Ende S-Tier, würde ich sagen. Wer mit Gitarren Beats macht, echte Gitarren einspielt, aber auch digitale Gitarren, also es muss nicht mal eine echte Gitarre aufgenommen sein. Du kannst auch One-Shots von einer normalen Akustikgitarre oder so nehmen und dann Guitaric drauf machen. Da kommst du nicht vorbei. Als Loopmaker, der Gitarren Beats macht, must have, finde ich das Beste. Ja, wir machen mal direkt weiter hier, dann können wir es vergleichen. Ah, hier ist es. Genau, das ist THU von Slate. Auch einen Guitar-Rig-Plugin quasi, aber finde ich persönlich auf jeden Fall spürbar schlechter. Deswegen, ja, ich sag mal B-Tier. Das Geile an überhaupt der Art von Plugin und vor allem finde ich bei Guitar-Rig, weil es so viele Plugins gibt, die du nicht mal nur für Gitarren benutzen kannst. Also du kannst jeden Loop, egal was es ist, auch wenn es völlig synthetische Sounds sind,
Probier das selber mal aus, da einen Guitar Rig drauf zu packen. Oder auf Vocals kannst du auch Guitar Rig einfach draufladen. Es gibt so unendlich viele Presets und die sind alle High Quality. Must have, absolut sein Geld wert, das Plugin. Genauso sein Geld wert ist auf jeden Fall Fresh Air, denn es kostet gar nichts. Wer sich das noch nicht runtergeladen hat, ist selber schuld. Sehr geiles Plugin. Ich weiß gerade nicht, ob A oder B, weil es, nee, ich sag mal B, weil es in Anführungsstrichen nur ein High-Boost oder Mid-Boost vom EQ her ist, aber auf eine coole Art und Weise. Also ich habe auch mal den A- und B-Vergleich gemacht, einfach selber in meinem normalen EQ-Frequenzen zu boosten, um halt denselben Effekt von Fresh Air hinzubekommen. Man kriegt es ähnlich hin mit einem normalen EQ, aber bei Fresh Air scheint noch irgendwie ein bisschen mehr dahinter zu sein in dem Algorithmus. Und es sieht optisch mega geil aus, ist super schnell zu benutzen und free, also was wollt ihr mehr, das muss man sich holen. Ja, ich würde sagen hier Anfang B-Tier. Okay Leute, jetzt machen wir eine Diskussion auf, der Kampf in den Kommentaren ist eröffnet, wir wagen uns an Portal. Ich weiß, dass es eine Wahnsinns-Portal-Fanboy-Community im Internet gibt. Ich persönlich gehöre nicht dazu, ich oute mich, ich bin kein Portal-Fan. Ich finde es nicht schlecht, aber ich persönlich sage, das ist sehr overhyped, deswegen gehe ich es hier mal, ja, es ist besser als OTT. Ja, es ist schon B-Tier, auf jeden Fall. Ich will meine Meinung auch kurz begründen, es ist nicht aus der Luft gegriffen. Bei mir persönlich ist es so, es gibt sehr viele Presets in Portal, aber bis ich beim Rumscrollen und Ausprobieren eins gefunden habe, was ich dann auch wirklich so lasse und draufpacke und nicht deaktiviere, dauert es meistens ewig. Manchmal sage ich am Ende dann auch, ich nehme es gar nicht und dann ist irgendwie so ein bisschen so ein, zwei Minuten Zeit verschwendet. Es gibt einige coole Presets, also mein Tipp für alle, die Portal haben, belasst es nicht bei den vorinstallierten Standard-Presets. Kauft euch auf jeden Fall Portal-Banks von verschiedenen Producern. Ich habe selber welche, da sind sehr gute Presets dabei. Aber ich finde, alles in allem ist es overhyped und jetzt zeige ich euch nämlich in meinen Augen ein besseres Portal. Und das ist einerseits hier Camel Space, oder auch genannt das Portal für Arme. Das ist ein Free-Plugin. Ich weiß nicht mehr, ob es das überhaupt noch zu downloaden gibt. Ihr seht auch hier an der Grafik, es ist ein sehr altes Plugin schon. Du klickst dich durch die Presets durch und hast direkt so eine Soundveränderung, ähnlich wie Portal. Ich persönlich habe in Camel Space mehr gute Plugins gefunden als in Portal oder ungefähr gleich viele gute. Und es ist halt free. Deswegen, ja, ich packe es mal hier in denselben Bereich wie Portal. Aber jetzt zeige ich euch mein persönliches Favorite. Das ist nämlich Rift und das ist auf jeden Fall A-Plus-Tier. Wisst ihr was, Leute? Ich zeige es euch am besten kurz an einem Beispiel. Wir haben hier diesen Loop. So, und jetzt lade ich mal Rift drauf. Zum Beispiel hier Clean Crest Morph. Wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Ich finde es sehr geil, deswegen für mich A-Tier. Machen wir weiter mit dieser kleinen Familie hier unten. Und zwar ist das einmal R-Bass und sein Bruder R-Vox und sein Cousin R-Compressor. R-Bass für mich ein sehr geiles Plugin A-Tier. Super einfach zu benutzen. Ich packe sie sehr oft auf meine Bässe, wenn zum Beispiel der Bass ein bisschen zu wenig durchkommt. Oder teilweise auch 808s, die von Haus aus sehr unscheinbar sind oder sehr schwach sind. Mit R-Bass teilweise sehr geil, was man da alles rausholen kann. Könnt ihr auch nicht nur auf den Bass packen, also ihr könnt es natürlich auf alles laden, sind auch manchmal geile Effekte. Für mich mega geiles Plugin. Machen wir weiter mit seinem kleinen Bruder R-Vox. Das ist ein Kompressor, den ihr auf eure, ja meistens auf die Stimme, wie der Name schon sagt, packt. Kann man gar nicht so viel zu sagen, weil es kaum Einstellungsmöglichkeiten gibt. Ist einfach ein weiterer Kompressor. Hat einen ganz coolen Charakter, aber dadurch, dass man kaum etwas einstellen kann, keine Attack, kein Release, soweit ich weiß. Deswegen für mich, ja, Ende B-Tier und der A-Kompressor hier, der Cousin. Das ist ein sehr ähnliches Plugin zu A-Vox, ist auch ein Kompressor. Aber ja, du kannst mehr einstellen. Attack und Release kannst du hier zum Beispiel einstellen, bei A-Vox nicht. Ja, deswegen auf jeden Fall besser für mich, nehme ich sehr oft, ist super schnell zu benutzen. All die drei sind sehr convenient, also sehr schnell zu benutzen, deswegen alle ganz okay, aber A-Vox für mich persönlich der schlechteste. A-Kompressor ist, ja,
hier ungefähr. Kommen wir wieder zu einem Free-Plugin, und zwar ist das Cassette Transport. Ja, was kann man dazu sagen? Ein Tape-Stop-Plugin. Kann sogar noch ein bisschen mehr, wenn ich mich recht erinnere, so diesen typischen Kassetten-Player-Sound-Effekt im Hintergrund kannst du laufen lassen. Ich persönlich benutze es nur für einen Tape-Stop-Effekt, und der ist sehr cool dabei. Kannst das Timing und so einstellen und das Ganze automaten. Ich habe einige Tape-Stop-Effekte in Vergangenheit so mir runtergeladen und alle durchprobiert. Das Cassette Transport hier fand ich persönlich irgendwie am besten. Ist halt auch free, deswegen No-Brainer. Ja, wenn ihr einen Tape-Stop-Effekt im Beat haben wollt, das kurz Slowdown ist und dann geht's wieder hoch, Must-Have. Ja, ich würde sagen, ja, ungefähr hier. So Leute, meint ihr auch, es ist mal wieder Zeit für ein S-Tier-Plugin? Ich finde ja, deswegen nehmen wir Kickstart 2 von Nicky Romero. Absolutes No-Brainer-Plugin für mich. Ich liebe es, wenn es einfach nur simpel ist und Kickstart ziehst du einfach drauf, hast diesen geilen Sidechain-Pumping-Effekt, vor allem für EDM House Tracks must have, ist glaube ich sehr günstig, weil es halt auch kaum Funktionen hat. Also es ist einfach nur für diesen Pumping Sidechain Effekt. Aber das macht es zuverlässig. Mehr gibt es nicht zu sagen. Mega Plugin. Oh, jetzt kommen wir zu was Interessantem. Ich wollte das nicht einzeln aufdröseln, deswegen habe ich es hier als Collection zusammengefasst. Die Arturia FX Collection. Mehrere Plugins, kleine Spielereien, Plugins, Reverb, Delay, zum Beispiel der Juno Chorus ist dabei. Alleine deswegen würde ich mir diese ganze FX Collection schon kaufen. Ich glaube, das habe ich sogar damals gemacht, weil der da mit drin war und die hatten irgendwie einen Sale oder so. Dieser Juno Chorus ist für mich der beste Chorus-Effekt, den es gibt. Das Delay und Reverb-Plugin, was hier drin ist, sind auch sehr gut. Deswegen auf jeden Fall A-Tier. Guckt mal, vielleicht findet ihr irgendwann einen geilen Sale, wenn wieder Black Friday ist oder sowas. Teilweise gibt es diese ganze Collection echt günstig. Ja, kann ich nur empfehlen. Also mega, mega Dinge. Ja, wo packe ich das hin? Irgendwas davon benutze ich in fast jedem Beat, deswegen auf jeden Fall A-Tier. Ja, ungefähr so. Wenn wir gerade schon bei A-Tier sind, das ist für mich auch ein A-Tier-Plugin, und zwar der S1 Imager. Jetzt sind wir bei dem Thema Imager, deswegen nehme ich hier den Wider von, ich glaube, der ist von Infected Mushrooms, wenn mich nicht alles täuscht. Den nehme ich auch mal direkt hier als A- und B-Vergleich. Wider ist gratis, glaube ich. Habe ich mir vor Jahren runtergeladen und fand aber diese Stereo Separation, also dass du deinen ganzen Track weiter im Stereofeld machst, irgendwie nicht so geil. Noch nie so überzeugt davon gewesen. Deswegen Wider ist für mich C-Tier. Ja, ist, benutze ich gar nicht mehr, seit ich S1 habe. S1 Imager ist, glaube ich, sehr günstig. 24 Euro oder so von Wave. Deswegen für mich, ja, ich benutze es in fast jedem Track, auf jeden Fall hier in dieser Sektion. Okay, jetzt wird es interessant. Wir machen nämlich weiter mit Valhalla Reverb, und da bin ich mir selber gar nicht so sicher. Also, ich benutze dieses Reverb in 95% all meiner Sachen, die ich mache. Das ist für mich wirklich so ein, ich denke gar nicht mehr drüber nach. Wenn ich Reverb brauche, ist meine erste Mausbewegung zu Valhalla. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich das gar nicht so geil, dass ich das mache, weil ich mir irgendwie diesen typischen Valhalla-Reverb-Effekt so overused, wie sagt man, überhört habe, ist irgendwie too much für mich geworden. Es ist trotzdem ein sehr gutes Plugin. Also das Reverb klingt sehr gut und ist auch nicht ohne Grund so erfolgreich. Es wird von jedem, den ich kenne, auch benutzt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, für mich wird es persönlich auch mal Zeit, mir vielleicht noch ein besseres Reverb rauszusuchen. Das habe ich bisher noch nicht gefunden. Vielleicht von Universal Audio, die habe ich mir noch nie angeguckt. Die sollen sehr gut sein. Aber, boah, ich weiß nicht. Ende A-Tier, ja. Jetzt kommt was Geiles. Eigentlich hat es gar nicht so viel hier in dieser Tierliste zu suchen, aber ich wollte es trotzdem mit reinnehmen, und zwar die RX Collection von iZotope. Ich bin mir sicher, dass das viele von euch noch nie gehört haben. Das sind Plugins wie zum Beispiel ein Deverb, also kein Reverb, sondern ein Reverb-Entfernen-Plugin oder Mundgeräusche, Schmatzen entfernen. Also die haben so automatisierte Algorithmen entwickelt, um genau so etwas zu fixen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Video mal gesehen habt. Mir wurde das 1000-mal als Werbung irgendwie angezeigt. Dieses Adobe Podcast Tool, glaube ich, heißt das. Da war immer so eine Werbung, wo ein Typ in einem Raum sitzt. Ich glaube, ein Badezimmer, was super hallig ist. Dann hat der auch noch irgendwie so einen Bauarbeiterhelm drauf gehabt. Schlägt mit dem Hammer auf diesen Helm und noch einen Ventilator im Hintergrund, der ins Mikrofon pustet. Und dann telefoniert er irgendwie oder nimmt eine Sprachnachricht auf. Es ist wirklich ein katastrophaler Sound. Und dann packt er das in dieses Adobe AI Podcast Ding
und plötzlich ist aus dieser schrecklichen Sounddatei eine super krank qualitative Datei geworden. Und ich habe damals immer so gedacht, hä, okay, das ist irgendwie Marketing, das kann nicht sein, du kannst das nicht so gut machen. Aber tatsächlich mit diesen einzelnen Tools, ich habe es selber mal getestet, von einem befreundeten Fitnesstrainer zum Beispiel, der hat mir eine Videodatei geschickt, wo der Sound nicht so geil war. Und dann habe ich mal all diese Tools probiert. Da war zum Beispiel sehr viel Reverb drauf. Und das ist echt geisteskrank. Also was man hiermit machen kann, ich weiß nicht, wie es jetzt wirklich, ob es einen guten Nutzen in einem, wenn du einen richtigen Song jetzt machst, dass du da Reverb weghaben willst, ist ja eigentlich nie so, weil in einem professionellen Studio nimmst du ja nicht auf in einem Raum, du gehst ja nicht ins Badezimmer. Aber trotzdem, ich fand es super krank eindrucksvoll, das sind krasse Effekte, ich habe es mir direkt gekauft. Und ja, ich weiß nicht, ist für mich schon Ende A-Tier. Also es ist krass, was heutzutage einfach möglich ist mit automatisierten Programmen. Checkt das einfach mal aus, wenn ihr Interesse daran habt. So, und jetzt zum Legendary RC20. Der wartet hier schon ganz vorne. Der will unbedingt in die Tierlist. Für mich auf jeden Fall Minimum A-Tier. Es ist zwar auch mittlerweile ein, ja, overuseder Stil. Dieses typische Vinyl 1 Preset, glaube ich, ist es von RC20. Aber nach wie vor mega geil. Also kann man nichts sagen. Ist für das Geld Must-Have, Industriestandard, schlechthin das Programm. Ja, ähnlich wie der Wolf Compressor hier, deswegen ungefähr hier. Ich habe es tatsächlich öfters als den Wolf Compressor benutzt, deswegen für mich ungefähr hier, also eigentlich No-Brainer. Okay, jetzt kommen wir zu Effect Rack von Soundtoys. Sehr geiles Plugin für mich. Ich habe allerdings damals den Fehler gemacht, weil es im Sale war, dass ich das ganze Effect Rack Bundle gekauft habe. Das heißt, wenn ich einen einzelnen Effekt aus dem ganzen Rack benutzen will, muss ich immer das ganze Bundle-Plugin laden. Das haben die irgendwie dumm gemacht, finde ich. Wenn du das so gekauft hast, hast du nicht die Möglichkeit, die Plugins einzeln davon als Dateien zu haben und einzeln zu laden. Dazu müsstest du die nochmal einzeln kaufen. Deswegen ein bisschen umständlich für mich, aber trotzdem ein sehr starkes Plugin. Du kannst sehr viel geile Sachen damit machen. Der Tremolo-Effekt zum Beispiel finde ich persönlich sehr geil. Oder Decapitator, wenn du Bässe richtig distorten willst. Mega geil. Boah, ja, eigentlich No-Brainer, auf jeden Fall A-Tier, ja, hier. Kommen wir zu Origin von, ich glaube, von Cymatics ist es, ja, boah, ist eher sowas, was ich niemals nehme, also C-Tier irgendwo hier, so, ja. Ist auch wieder so ein typisches Wobble-Effekt drauf, was in der Mitte, wenn ich es richtig im Kopf habe, diesen Frequenz-Knob, dass du so ein bisschen diesen Low-Frequence-Underwater schlechte Qualitätssound mit Absicht so haben kannst. Ich fand es aber irgendwie nie so geil. War das free? Ja, ich glaube, es ist free. Ja gut, ist ein Bonuspunkt natürlich, kann man nichts verlieren. Ja, Anfang C-Tier. Kommen wir ganz schnell zu Looperator und Effectrix. Sind zwar nicht von derselben Firma, aber ich finde, die Plugins sind sehr ähnlich, deswegen machen wir die mal zusammen. Super geil, finde ich sehr gut, benutze ich sehr oft. Anfang B-Tier, Ende A-Tier, würde ich sagen. Ja, hier ungefähr. Genau wie hier in FL das Channel Rack, dein, ja, wie sagt man, die aktuelle Strophe oder halt der Takt hier, wenn du Play drückst, ne? Das ist genauso bei Effectrix und Looperator. Du siehst immer dieses Channel Rack hier und kannst an diese Stellen dann, wo du willst, bestimmte Effekte bauen. Also so ein Reverse-Effekt an einer dieser Stelle oder einen Delay an einer Stelle, Filter und so, genau an den Stellen. Sehr geil, kann man super kreativ mit sein. Deswegen A-Tier, beide für mich. Camel Crusher, ich glaube, das habe ich irgendwann mal for free bekommen. Ist ein ganz simples Distortion-Plugin. Kannst aber schon sehr viel eigentlich einstellen. Also so simpel ist dann doch nicht. Sehr geiles Ding an sich. Wieder so ein simples Ding. Ihr seht schon, ich mag diese simplen Sachen gerne. Um 808s zum Beispiel richtig pervers krank hoch zu boosten. Oder auch für so diesen ganzen Playboy-Cardi-Style, so Heavy-Metal-Rock-Beats. Mega geil. Ich weiß gerade nicht, wie viel es kostet. Ich glaube aber, es ist ziemlich günstig. Deswegen, ja, auch sehr solides Ding, A-Tier. Okay, ich sehe gerade, wir haben, glaube ich, noch drei Delay-Plugins, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal von Baby Audio Spaced Out. Das ist, glaube ich, sogar ein Delay- und Reverb-Plugin in einem, wenn ich nicht völlig verwirrt bin. Sehr geil, macht super Spaß, damit rumzuspielen. Für Samples, vor allem, wenn ihr Loopmaker seid, sehr geil. Könnt ihr geilen Charakter und so in den Loop bringen. Deswegen, ja, ich würde sagen, so auch Ende A-Tier. Das nächste ist mal wieder ein Classic von Valhalla Delay.
benutze ich an Delay-Effekten neben dem Fruity Delay 3, was ich glaube ich am meisten wirklich nehme, weil das ist einfach so simpel und cool. Valhalla Delay aber auch sehr geil, weil ihr verschiedene Delay-Modi habt, zum Beispiel auch einen Sidechain-Delay, dass der Delay-Effekt immer, wenn die Vocal jetzt, also sagen wir, oder Vocal oder Instrument, egal, wenn das Instrument oder die Vocal am Spielen ist, dann ist kein Delay da, damit es nicht hier Interferenzen gibt und sich das so im Wege steht. So dieser sogenannte, ja, die Sidechain- oder Ducking-Effekt, dass das Delay nur dann kommt, wenn gerade eine Pause im Instrument ist, das ist natürlich sehr gut. Und deswegen sehr gutes Delay-Plugin Anfang B-Tier. Und Comeback Kit ist das for free, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Habe ich lange nicht benutzt, aber ist auch ein cooles Delay-Plugin. Ich finde aber das Valhalla-Delay irgendwie zuverlässiger. Comeback Kit ist ein bisschen mehr, um so ein bisschen rumzuspielen, finde ich. Deswegen irgendwo hier in diesem B-Bereich. Dann haben wir noch Super VHS und Magic Switch. Die sind auch für mich ziemlich ähnlich. Magic Switch, mal wieder so ein Ding, einen Button nur zu drücken. Ich finde es mega geil, sowas. Der Effekt ist auch cool, ist ein Chorus-Effekt. Aber du hast halt nur diesen einen. Du kannst nicht verschiedene Modi umstellen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, so war es. Aber ab und zu ganz cool. Aber wenn du es auf jeden Loop oder auf jeden Beat packst, irgendwann ist es halt immer dasselbe. Ist aber, glaube ich, for free. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ja, ist irgendwo hier in dem B-Bereich. Und Super VHS ist ein bisschen besser. Du hast ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, aber für mich auch eher B, gehört auf jeden Fall nicht zu A. Ja, ungefähr hier. So, ich finde, es ist mal wieder Zeit für was richtig Starkes. Und zwar nehmen wir Mix in Key. Für mich ein S-Tier-Plugin. Wieder mal super simpel. Nur eine Funktion. Den Key deines Songs, der Vocals, was auch immer, rauszufinden. Ich hatte früher von Antares Autotune das Auto-Key-Plugin, das war damals umsonst, ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber bei Auto-Key war es öfters mal so, ich würde mal sagen so 10-15% Wahrscheinlichkeit, dass es mir einen falschen Key rausgegeben hat und das ist dann immer super nervig, dann bist du dir erst sicher, lädst Autotune drauf, stellst den Key ein und dann ist es falsch und dann musst du wieder scannen und so, super lässig. Mix in Key, absolut präzise, gibt dir die genaue Wahrscheinlichkeit in einer Sekunde an. Wie wahrscheinlich ist es, dass es der Key ist? Wie wahrscheinlich ist es, dass es der ist? Je länger du es drauf hast, desto genauer ist es. No-Brainer ist, glaube ich, auch günstig. No-Brainer in jedem einzelnen Beat, in jeder Session benutze ich das S-Tier. Bleiben wir bei S-Tier, wobei ich weiß nicht, es ist, glaube ich, eher A-Tier. Der Soundshifter von Waves, ein Legendary OG-Plugin. Packt es einfach auf euren Master und ihr könnt den kompletten Track pitchen, die Semitones einstellen. Der Algorithmus ist sehr cool dabei. Es gibt ein bisschen Delay, also das verbraucht schon sehr viel Rechenleistung, je komplexer euer ganzer Track ist, wenn ihr es dann auf den Master ladet, desto mehr Rechenpower braucht es, diesen Pitch hinzubekommen. Das stört ein bisschen, aber ein Go-To-Plugin, also benutze ich so oft, deswegen auf jeden Fall hier irgendwo Anfang A. Kommen wir zu Halftime, wieder mal ein OG-Plugin. Ja, was soll ich sagen, Leute? Wieder mal ein simples Ding. Es gibt zwar mittlerweile, können wir auch mal hier direkt nehmen, andere Möglichkeiten, um diesen Effekt hinzubekommen und noch viel mehr darüber hinaus an Spielraum zu haben. Zum Beispiel Shaperbox 3 mittlerweile. Aber wenn du ganz genau weißt, ich will jetzt gerade in dieser Situation diesen typischen Halftime-Growth-Beat-Effekt haben. Ach ja, hier können wir auch direkt rausziehen. Dann bevorzuge ich auf jeden Fall intuitiv immer Halftime oder Growth-Beat. Meistens sogar Halftime, weil es wirklich nur ein Klick ist. Deswegen Growth-Beat ist sowieso for free, wenn du, glaube ich, ab der Fruity Producer Edition kaufst. No-Brainer ist auf jeden Fall hier ganz oben dabei. A, irgendwo hier. Halftime auch. Wie gesagt, wenn du nur diesen Effekt haben willst, ein bisschen rumspielen kannst du noch. Oh, was mache ich denn hier? So, das ist Shaperbox. Ja, Shaperbox 3 ist von diesen drei Varianten auf jeden Fall die Lösung, wo du am meisten Spielraum hast. Du hast auch nicht nur diesen Halftime-Effekt in Shaperbox. Du kannst zum Beispiel hier das Kickstart 2 1:1 so nachbauen. In Shaperbox super viele Möglichkeiten. Deswegen eigentlich stärker als diese beiden. Aber man muss ja auch berücksichtigen, diesen Workflow ist für mich auf jeden Fall ein Ding. Dass ich einfach nur raufziehe und fertig, macht für mich auf jeden Fall Einfluss hier auf diese Tierliste. Schwierig deswegen, aber alle drei zusammen gehören auf jeden Fall in A-Tier. Ja, und jetzt haben wir nur noch zwei Sachen. Einmal Serum Effects, das kennen vielleicht manche von euch da draußen noch nicht. Serum ist ja wahrscheinlich ein Begriff für jeden, hat hier jetzt nichts zu suchen, weil es ein Instrument ist. Aber die Effekte, die du in Serum benutzen kannst, Kompressor, Reverb, Delay, all diese Standardverbrecher, hast du in Serum Effects auch mit drin, kannst das einfach als Effekt auf den Mixer-Channel machen.
sehr geil. Ich mag die Serum-Effekte und es ist bei Serum einfach dabei, glaube ich. Du musst es nicht extra kaufen, glaube ich. Und deswegen, sehr geiles Ding. Benutze ich nicht so oft, aber ist trotzdem sehr gut. Irgendwo hier, ja, Ende A-Tier. Und jetzt ist es soweit, Leute. Ein Platz hier in unserer Tierlist ist noch frei. Nee, stimmt nicht. Es ist einmal hier Gott-Tier und D-Tier ist beides noch frei. Wo landen wir mit dem OG Legendary Plugin Patcher? Keine Diskussion, Leute, und auch keine Erklärung nötig. Gott-Tier, das beste Plugin von allen. Fühlt euch frei in den Kommentaren, ihr habt die Erlaubnis. Werft mir an den Kopf, was ihr wollt. Für mich das beste Plugin von allen. So, Leute, die Aufnahme geht schon extrem lange. Deswegen hier, wie angekündigt, ganz schnell machen wir noch die Mix- und Master-Plugin-Tierlist. Ich lösche mal gerade hier ein paar Leisten raus. Ja, genau, so passt, finde ich. Das sind nur Sachen, die ich tatsächlich auch benutze beim Mixen und Mastern. Hier ist nichts dabei, was ich persönlich katastrophal finde. Nur gute Sachen in meinen Augen. Wir legen direkt los mit einem absoluten No-Brainer für mich. Und zwar Sooth 2 von Oak Sound, glaube ich, heißen sie. Absolutes S-Tier. In jedem Track benutzt. Ein Klick und ihr habt sofort ein dynamisches EQ, was störende Frequenzen automatisch in einem geilen Algorithmus rausfiltert. Es ist nicht so ein harter Cut, ihr könnt es genau einstellen. Und Sidechain-Funktion hat das Ganze auch noch. Ihr könnt Tracks darauf sidechainen und dann die Frequenzen davon rausfiltern. Mega Tool, wirklich. Also eins der, ja, ich glaube, das gehört zu den meinen Top 3 Plugins, die es gibt. No-Brainer, S-Tier. Ja, ich sehe gerade, dass ich hier den Patcher in dieser Liste auch aus Versehen mit reingeladen habe. Patcher ist aber ja auch nicht nur ein Effekt-Plugin, sondern vor allem für mich persönlich ein Mix- und Master-Plugin. Deswegen auch absolut S-Tier. Alleine mein Ultimate Master Preset-Plugin ist mit Patcher erstellt. Es ist so geil, wie du in Patcher alles miteinander kombinieren kannst und selber alles einstellen kannst. No-Brainer, S-Tier. Dann kommen wir mal zu den Limitern und zwar mit dem OG schlechthin Plugin, der Pro L2 von FabFilter. S-Tier auf jeden Fall der Standard-Limiter in der Musikindustrie. Ich mache aber trotzdem kurz mal wieder ein Fass auf. Jetzt kommen wieder die ganzen FabFilter-Fanboys. Ich bin selber auch irgendwo einer, aber ich persönlich finde, alle FabFilter-Produkte, sowohl der Limiter hier, als auch zum Beispiel Pro-Q 3, das Industrie-EQ-Plugin schlechthin, finde ich optisch nicht top-notch. Also mich stört irgendwie etwas daran. Es sieht nicht so geil aus, finde ich. Zum Beispiel, ganz kurz hier als Exkursion, das Fruity Parametric EQ 2, das legendäre EQ von FL Studio, benutze ich viel, viel lieber als das Pro-Q 3, weil es so schnell irgendwie ist, so geil anzufassen. Du bist in einer Sekunde da, wo du sein willst, benutze ich immer, deswegen ist das sowieso für mich auf jeden Fall S-Tier. Aber du kannst, ich verstehe schon natürlich, mit diesen beiden Sachen kannst du wahnsinnig viel machen, die sind technisch einwandfrei. Der Limiter zum Beispiel ist sehr gut, du kriegst so geil deine Sounds laut, hast so viele verschiedene Funktionen, Oversampling kannst du einstellen. 1:1 Limiting, verschiedene Algorithmen, die alle sehr geil sind. Also der Limiter ist auf jeden Fall auch S-Tier. Genau wie Pro-Q 3 ist auch S-Tier. Du kannst viel mehr machen als beim Fruity EQ, dynamisches EQ und. Brauchen wir jetzt hier nicht alles erklären. Alle S-Tier hier auf jeden Fall. FabFilter, alles geil, lohnt sich absolut zu kaufen. Aber wie gesagt, ich finde es optisch nicht so geil. Das kann noch besser sein. Dann machen wir mal weiter mit dem SSL von Waves. Ich benutze den als Glue-Kompressor, um Sachen einfach ein bisschen zusammen zu komprimieren, als eine Einheit zusammen zu kleben. Dafür ist er sehr gut. Trotzdem kein S-Tier-Plugin für mich. Ja, B oder A. Ich würde schon sagen, A ist sehr solides Ding. Könnt ihr nichts mit falsch machen. Ungefähr in demselben Bereich ist ebenfalls von Waves das Whiteman. Einfach ein Tool, wo ihr die verschiedenen Frequenzbereiche nochmal boosten kannst, quasi wie so eine Vitaminspritze. Ist ein geiler Algorithmus hinter, finde ich persönlich. Klingt alles qualitativ sehr geil. Ihr kriegt mehr Leben und Präsenz in die Bereiche, in die ihr das haben wollt. Sehr solides Ding, auch ungefähr hier wie der SSL. Dann kommen wir ganz kurz zu den verschiedenen Multiband-Kompressoren. Und zwar mal wieder FabFilter Pro Multiband, sehr gut, S-Tier. Dann der Moti-T. Ich glaube, der war von Slate, ist aber nicht so geil wie der FabFilter. Ich finde es vom Interface geiler. Also hier haben wir wieder diese typische FabFilter-Interface-Sache. Gefällt mir von dem Interface sehr gut, der Moti-T. Sehr solide, kann man nichts mit falsch machen. Aber der FabFilter ist trotzdem ein bisschen stärker, finde ich. Deswegen ja,
brauchen wir überhaupt hier so ein B-Tier? Ich glaube, ist alles so in dem Bereich. Ja, Autotune habe ich auch mal mit in diese Liste hier genommen. Ist ja eigentlich eine Kategorie nochmal für sich. Aber von allen Autotune-Produkten, die es gibt, benutze ich nur das. Ich habe eine Zeit lang auch das von Waves benutzt. Das Waves-Tune ist deutlich günstiger. Also Autotune kostet, glaube ich, 400 oder 500 Euro mittlerweile. Aber das hat alles schon seine Gründe. Also das von Waves ist, glaube ich, kriegt ihr, glaube ich, für 29 Euro mittlerweile. Für den Preis sehr gut. Aber Autotune für mich das beste Autotune-Plugin. Deswegen auf jeden Fall S-Tier. Must have. Ja, und jetzt sehe ich gerade zum Ende hin, wir haben noch drei Sachen übrig und die sind alle drei S-Tier in meinen Augen. Hier kratzt gerade Picky der Hund an meiner Tür, ich hoffe, man hört es nicht. Alles S-Tier, das ist einmal Ozone 10. Picky ist okay, findest du auch Ozone 10, ne? Also Ozone 10, auf jeden Fall S-Tier für mich. Ungefähr hier in diesem Fab-Filter-Bereich. Ich schiebe es mal einfach vor Fab-Filter, weil ich finde, Ozone hat sich echt gesteigert. Ich habe das damals bei Ozone 7, glaube ich, angefangen. 8, 9 und jetzt 10. 10 ist sehr gut, qualitativ, mega. Ihr habt alles in allem drin. Match EQ Plugin zum Beispiel. Ihr könnt mit White Noise, Pink Noise als Referenz reinladen und dann so euren Track mastern. Ihr habt einen Imager, ihr habt ein EQ, was sehr gut ist, Multiband-Kompressor und ganz viele verschiedene Sachen, die alle sehr gut auf einem sehr guten Qualitätslevel sind. Deswegen Ozone für mich Must-Have S-Tier. Genauso von Ozone das Tonal Balance Control, auch S-Tier, wenn ihr im Mastering fertig seid, auf jeden Fall auf euren Master nochmal das Tonal Balance Control laden. Ihr stellt schnell die Kategorie ein, welches Genre ihr seid, sagen wir mal, ihr mastert einen Hip-Hop-Track und dann seht ihr genau eine Kurve basierend auf tausenden kommerziell erfolgreichen Tracks in diesem Genre, wie die von ihrem EQ Tonal Balance Bereich gemastert sind und habe dann perfekt die Referenz, wie muss ich meinen Track noch verbessern in manchen Bereichen oder also erhöhen oder verringern. Mega Must-Have fürs Mastering, für mich S-Tier auf jeden Fall. Und ja, Maximus noch von FL, das ist für mich persönlich auch S-Tier, ich pack's aber trotzdem mal ans Ende. Das stärkste FL-Stock-Plugin auf jeden Fall, habe ich letzte Woche im Video schon gesagt. Absolut krankes Tool, müsst ihr meistern können, wenn ihr FL-User seid. Optisch am Anfang etwas verwirrend, man denkt so, ist irgendwie komisch, das kann bestimmt nicht so viel, das Plugin, aber es kann sehr, sehr viel. Für mich top S-Tier. Das war's, Leute, hier habt ihr die Tierlist. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen inspirieren und schreibt mir, wie gesagt, unten mal rein, was wollt ihr als nächstes sehen, die Instrument-Tierlist oder Hardware, die ich hier im Studio mir irgendwann mal zusammengesammelt habe. Lasst es mich wissen und lasst gerne einen Daumen da, wenn euch so ein Video gefällt. Mir hat's Bock gemacht. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.